einem Felsen über der Stadt liegt der Fürstenpalast von Monaco. Von dort aus lenkt das Adelsgeschlecht der Grimaldi seit dem 15. Jahrhundert die Geschicke des Stadtstaates. Der Monegasse Henri Dorian fühlt sich hier zu Hause. Er hat ein Leben lang in der Verwaltung des Fürstentums gearbeitet. Wenn ich über den Platz vor dem Palast gehe, dann bin ich einfach nur stolz, Monegasse zu sein. Hier hat das Fürstentum Monaco seinen Ursprung und ich habe sie alle gekannt, Fürst Rainier und seinen Sohn Albert. Monaco hat eine Geschichte und wir Monegassen sind von dieser Geschichte geprägt. Besonders gern spaziert Henri Dorian durch die engen Gassen der Altstadt von Monaco, die zwischen dem Fürstenpalast und der Kathedrale liegt. Jahrhunderte alte Gebäude und immer der Blick aufs Meer. Das Meer hier ist außergewöhnlich. Es verändert sich täglich, ununterbrochen. Es verwandelt sich permanent und verhindert so, dass es hier eintönig wird. Auf der Spitze des Grimaldi-Felsens steht das Ozeanographische Museum. In dem Zentrum für Meeresforschung können die Besucher den Bewohnern der Ozeane richtig nahe kommen. Jahrzehntelang wurde es von Jacques-Yves Cousteau geleitet. Seine Nachfolger führen die Arbeit des legendären französischen Meeresforschers fort. Wir wollen über die Wissenschaft Emotionen wecken, ein Interesse oder auch eine gewisse Liebe für die Meere. Das Museum ist wie ein Tempel, der über die Ozeane wacht. Und das schon seit mehr als 100 Jahren. Und auch in der Zukunft. Östlich der Altstadt liegt der Port Hercule. Der größte Yachthafen von Monaco. Er ist im Laufe der Jahre immer größer geworden, genauso wie die Schiffe, die hier anlegen. Heute sieht es ganz anders aus als in meiner Kindheit. Das hier existierte noch gar nicht und da unten, da war raue See. Diese Hafenmauern gab es nicht. Aber alles wächst hier ganz schnell und bald werden wir einen Ausblick auf eine neue Landerweiterung im Meer haben. Eine 6 Hektar große Fläche soll hier dem Meer abgerungen und trockengelegt werden. Direkt am Park, hinter dem Casino, dem Wahrzeichen Monacos. Der Platz vor dem Casino ist ein Symbol für den Glamour, den man auf der ganzen Welt mit dem Fürstentum verbindet. Im Hôtel de Paris feiert der internationale Jetset das ganze Jahr über seine Feste. Jeder sagt, hier ist es wie im Disneyland. Aber es ist kein Disneyland, sondern ein Platz, an dem man sich gut fühlt, weil er irgendwie anders ist, anders als der Rest der Welt. Vielleicht liebe ich diesen Ort auch nur, weil ich hier geboren bin. Der Stadtteil Fontvieille wurde vollständig auf künstlich aufgeschüttetem Terrain errichtet. In den Apartmenttürmen leben viele Sportler aus der ganzen Welt, so wie die deutsche Rennfahrerin Jutta Kleinschmidt. Hier erinnern Rosengärten an die Vergangenheit Monacos. Die Rose war die Lieblingsblume des Hollywood-Stars Grace Kelly. Nach der Heirat mit Fürst Rainier trug sie den Titel Fürstin Grazia Patrizia. Ja, die Grace Kelly hat die Stadt schon geprägt, alleine schon, weil sie wirklich den Glamour hierher gebracht hat. Also Monaco war ja bei Weitem nicht so bekannt und berühmt und vor allem auch nicht so gut besucht von so vielen berühmten Menschen, bevor die Grace Kelly da war. Und die hat die alle hierher gebracht. Vielleicht ist es auch Grace Kelly zu verdanken, dass in Monaco auch nachts immer etwas los ist. In der Bar des Hotel Columbus erinnert der Cocktail Grace, ein Champagner mit Rosenblättern gemixt, an vergangene Zeiten. Ein perfekter Auftakt für eine Partynacht, die lang werden kann, denn eine Sperrstunde gibt es im Fürstentum Monaco nicht.